Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal Schleichpferde, die ihr bestimmt nicht kennt. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke mal, sind die nicht kennt. Und habt ihr Ferien? Ich habe heute schon, also ich habe heute dann 2 Wochen Ferien. Und ihr schreibt es mir mal unbedingt in die Kommentare. Ein blaues Herz, wenn ihr keine Ferien habt. Und ein rotes Herz, wenn ihr Ferien habt. Und fangen wir an. Und zwar fangen wir mit diesem Pferd an. Das ist sehr, sehr alt. Das ist von 1900 irgendwas, glaube ich. Von 1992. Ups. Wenn ihr das hier mal fokussiert, da steht das. Und ja, finde ich eigentlich auch sehr süß. Es ist ja eines der ersten Schleichpferde. Und ja, das stelle ich erstmal da hin. Also hier hinten. Und ja, also so sieht das eben aus. Und ich habe es mal auf dem Flohmarkt gesehen und habe es mir dann gekauft. Ich glaube, das hat 3 Euro gekostet. Und schon geht's weiter mit dem nächsten Pferd. So, kennt ihr dieses Fohlen hier? Das habe ich auch erst, als wir mal so ein bisschen einen Tag im Urlaub waren, also irgendwo hingefahren sind, habe ich das in einem Laden gefunden. Das war in einer Magazin, in einem Comic. Diese, ja. Und bei uns gab es halt ein ganz anderes Heft und sonst wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es so ein Fohlen gibt. Also, ja, wusstet ihr, dass es dieses Fohlen gibt? Ich wusste es bis dahin auf jeden Fall noch nicht, aber es sieht wirklich sehr süß aus, finde ich. Ja, mal gucken, wie viele ihr jetzt schon davon wusstet und wie viele nicht. Und jetzt kommen wir auch mal zu einem Pferd. Und das ist dieser hier. Ich habe immer noch keinen Namen für ihn, also könnt ihr mir gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Ja, und den habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. In einem Laden ist er auf jeden Fall zu alt. Also für 2000, da war ich noch nicht mal verwelt. Und ja, ich finde das Pferd eigentlich ganz schön, aber ich habe sowieso eigentlich nicht so oft Großpferde auf dem Hof. Von daher. Ja, aber ich finde wirklich ein ganz ein schönes Pferd. Und ja, es hat einen wirklich sehr dicken Kopf. Ja. Ja. Und es geht weiter mit dem nächsten Pferd. Das war nämlich tatsächlich immer in einem Adventskalender, in einer Limited Edition. Und das habe ich mal geschenkt bekommen. Ich finde das wirklich ganz schön. Ich habe davon, glaube ich, jetzt schon 3 Modelle. Und ich finde das irgendwie lustig, dass es hier bei mir hier so richtig, richtig glatt. Vielleicht kann man das auch so erkennen. Das hat da keine Struktur mehr. Das ist nämlich das Modell der Araberstute. Und für sie habe ich eigentlich nur den Namen Chocolate, aber ich habe schon sehr viele Pferde, die Chocolate heißen. Von daher könnt ihr mir einen neuen Namen in die Kommentare schreiben. Und wir kommen zu einem Pferd, das ich auch sehr schön finde. Das ist nämlich dieses Pferd hier. Und da wurden sogar die Zähne angemalt. Das finde ich ja auch ganz cool. Und das ist so. Kann man vielleicht hier sehen. Ich finde das ganz cool, weil das Pferd halt den Mund sogar so aufmacht. Also es sieht so ein bisschen aus, als würde es das so fressen, das Gras. Und ja, auf dem Flohmarkt hatte ich es, glaube ich, auch entdeckt, denn es war von 1996, also ein bisschen älter als das Fohlen von Anfang. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Pferd, finde ich. Und ja, ich denke, das kennen auf jeden Fall nicht so viele von euch, weil es schon wirklich sehr alt ist. Also wir hatten jetzt schon 5 Pferde. Schreibt mir jetzt schon mal, wie viele Pferde ihr richtig hattet. Und ja, jetzt kommen wir nochmal weiter mit einem Pony, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ein Isländer und das ist ein Camargue-Pferd. Ja, ich weiß nicht, wo ich das mal gekauft habe. Ich glaube, auch auf einem Flohmarkt. Denn das ist von 2002. Oder 3, weiß ich jetzt nicht. Von 2002, doch. Und ich finde das eigentlich sehr schön, aber da passt einfach kein Mensch drauf, weil die Mähne so lang ist. Aber das braucht man ja auch gar nicht. Denn ich finde, das sieht wirklich richtig süß aus, das Pferdchen. Ich habe davon noch nicht so viele Videos gemacht. Deswegen könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal damit ein Video machen soll. Kann ich auf jeden Fall mal tun. Und ja, das ist unser 6. Pferd. Und nun kommen wir noch zu einem kleineren Fohlen. Das ist tatsächlich nicht so alt, aber ich vergesse tatsächlich, dass es das überhaupt gibt, das Fohlen.
Pferd, Pony, so eben. Das ist nicht ein Shetland Pony. Ich weiß gar nicht mehr, wovon das ist. Ich glaube, das hatte ich auch auf dem Flohmarkt gekauft. War das nicht aus einem Adventskalender? Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare hier unten unter dem Video. Das würde mich mal interessieren, wo das überhaupt her ist. Und es hat so hier so grüne Zöpfchen. Also auf jeden Fall finde ich es sehr süß. Auf jeden Fall so ein kleines Pony, das so herumlaufen kann. Ups. Und jetzt machen wir weiter schon mit dem nächsten, auch Pony. Und zwar ist das, das weiß ich tatsächlich gar nicht, was das überhaupt ist. Irgendein Pony, ich kann schon mal so viel sagen, es ist die Stute von dem Pferdchen hier. Das kennt ihr vielleicht auch nicht. Also beziehen wir das als zwei Ponys ein. Also das wird dann die Nummer 7 und das die Nummer 8. Ja, tatsächlich habe ich die beide auch auf einem Flohmarkt gekauft. Und ich mag die wirklich sehr gerne. Vor allem, wenn er so steht von dieser Pose. Das sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Und ich mag auch die Mähne. Das gibt es ja auch nicht so häufig. Und ich mag ihre Pose. Also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Pferd. Gut, jetzt kommen wir wieder zu einem Fohlen. Und ich finde das irgendwie lustig, wenn man nämlich so guckt. Und jetzt, wenn man hier so weiter ranzoomt, denkt man, dass der Mund immer viel, viel länger ist, oder? Also natürlich ist hier so ein kleiner Platz frei, aber man denkt es trotzdem irgendwie, dass da noch ein gewisses Stück noch zum Mund gehört, also so random. Aber ja, das ist natürlich jedem selbst überlassen und ich glaube, es ist auch egal, ob man das jetzt als Mund sieht oder nicht. Auf jeden Fall finde ich das Fohlen wirklich so süß. Und es gibt ja auch so wenige Fohlen, die ihren Kopf so bücken. Auf jeden Fall ist das ein Knappstuper und vom Jahr 2006. Also wenn ihr das haben wollt, könnt ihr ja im Internet nachschauen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Indianerpferd. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau zu dieser Kategorie Pferden gehört. Also natürlich, aber es gibt auf jeden Fall noch viel mehr Pferde, die ich euch eigentlich noch zeigen möchte. Das war jetzt die Nummer 10. Und habt ihr Nummer 10 vielleicht? Kann ja sein. Und wenn ihr das kennt, ist es auch nicht so schlimm. Also gehört ja auch zu den Pferden. Ja, und jetzt haben wir noch eine Nummer. Das ist tatsächlich auch ein relativ altes Modell, nämlich von 2002. Auch von 2002. Die meisten Pferde sind so von 2000. Und ich finde das wirklich sehr schön. Die Rasse weiß ich tatsächlich nicht. Irgendein ein Quarter, das sieht nicht so aus, aber irgendwie sowas. Aber das hat noch gar kein Fell. Also wenn man zum Beispiel jetzt das hier anguckt, dieses Pferdchen, hier, das hat schon so eine Fellstruktur und das ist ja einfach nur ein glattes Pferd. Aber ich mag es trotzdem wirklich gerne und vor allem für Western-Dinge ist das auch sehr gut. So, hier ist unser 12. Pferd und zwar der Schwarzwälder Jährling. Also kein erwachsenes Pferd, sondern das noch erwachsen wird. So, glaube ich. Also wenn ich mich da verredet habe oder so, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich mag es tatsächlich. Es ist wirklich sehr, sehr süß, finde ich. Leider habe ich nicht so viele Koppeln auf dem Hof, dass ich mal mehr Pferde auf dem Hof haben rauf tun kann. Aber so ist das Leben leider. Aber ich mag es auf jeden Fall sehr gerne, das Pferdchen. Das ist auf jeden Fall auch eines meiner Lieblingspferde. Okay, ich habe es jetzt nicht so doll benutzt. Aber wenn man viele Pferde hat, dann ist das auch okay. Aber auf jeden Fall ein sehr süßes Pferd. Kommen wir jetzt zur Nummer 13. Und so alt ist es, glaube ich, auch nicht. Auch von 2001. Also ein Jahr jünger. Jünger. Und ja, das ist auf jeden Fall, sie heißt Foxy. Ich hatte mal auch eine Serie da gedreht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Irgendwas mit mystisch. Ihr müsst einfach bei meinem Kanal gucken. Letzte Videos, am ältesten. Und da sollte man das, glaube ich, finden. Und ich mag sie auch sehr gerne. Ich habe sie mal auf einem Flohmarkt gefunden. Und ja, sie hat so eine rot-bräunliche Farbe. Aber definitiv auch ein schönes Pferd.
komme jetzt zu Nummer 14 und bei Nummer 15 weiß ich nicht, ob ich dann noch zu Nummer 20 weitermache. Aber erstmal sind wir bei Nummer 14. So, das ist natürlich auch ein Pferd, das hat noch nicht so die Fellstruktur. Aber das hat schon so diese Rippen, würde ich sagen, also vom Bauch. Und ja, ist schon wirklich etwas alt, aber ich mag den Schweif irgendwie gerne, der sieht schön aus. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein süßes Pferd. Ich mag zwar nicht so gerne so Pferde, die, also ich mag alle Pferde, aber ich habe nicht so oft Pferde auf dem Hof, die schon Kaltblüter sind oder so. Aber ich mag auf jeden Fall auch Kaltblüter. Und ja, wie ihr seht, habe ich da auch eins auf dem Hof. Nämlich da, und ja, ich habe da ein paar Pferde hingeschmissen wegen eines Videodrehs. Ich glaube, ich sollte jetzt mit Nummer 15 noch anfangen. Und vielleicht wollt ihr dann noch einen zweiten Teil. Dann kann ich gerne einen zweiten Teil drehen. Das müsste... Oh Gott, ich werde angegriffen von Pferden. Nein, ich drehe dann gerne einen zweiten Teil. Wenn ihr das gerne haben wollt, dann müsst ihr mir das nur unbedingt in die Kommentare schreiben. Und ja, ihr könnt auch auf jeden Fall mal schreiben, wie viele Herzen, also von Blau und Rot, ihr habt. Oder schreibt einfach die Nummern 1, 2, 3, 4, 5 bis 15 auf. Und das ist tatsächlich ein ganz kleines Pferd. Ich glaube, das ist ein Shetland Pony und das ist auch von 2005, das Pony. Und es ist schon ein altes Modell. Und ich finde es auf jeden Fall sehr süß. Ups, denn diese Fellbemalung hat man ja nicht so oft. Also sie ist ja nicht so oft gegeben. Und ich habe jetzt noch eine Zusatznummer für euch. Und zwar ist das ein sehr kleines Fohlen, würde ich schon fast sagen. Naja, ist das glaube ich auch. Und zwar dieses kleine Fohlen. Also wenn wir das jetzt ansehen, haben wir hier diesen Größenunterschied. Und das ist ja noch ein Fohlen. Also, na gut, wenn wir jetzt uns diesen Größenunterschied ansehen. Ups. Tut mir leid, kleines Fohlen. Ist es schon sehr süß, finde ich. Aber deswegen geht es auch leicht verloren und hat schon einen gewissen Wert. Habt ihr es? Also Nummer 16, also dieses Fohlen, habt ihr es auch oder kanntet ihr es? Dann schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare. So, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr einen zweiten Teil wollt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und ich habe das Video jetzt mal extra länger gemacht, weil ich ja immer 8 Minuten mache. Und 8 Minuten sind halt für mich am besten, weil ich das dann immer, also weil mir manchmal auch geschrieben wurde, dass die Videos zu lang sind und deswegen mache ich immer 8 Minuten. Ich finde, das passt immer ganz gut. Dann kann man auch, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann mal reingucken, ganz schnell. Dann ist die Story auch ein bisschen gekürzt und man versteht sie besser. Natürlich kann man sozusagen einen zweiten Teil ranhängen, aber darüber reden wir jetzt nicht. Also, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Vielleicht habt ihr das ja, kanntet ihr das vielleicht, dieses Pferd, und das nicht. Also hier für ein blaues Herz, wenn ihr das nicht kanntet, und ein rotes Herz, wenn ihr das kanntet. Und für einen zweiten Teil, Hashtag zweiten Teil, einfach in die Kommentare schreiben. Oder einfach, wenn ich meinen angebindeten Kombi habe, einfach zweiten Teil darunter schreiben. So, und wenn ihr das Video bis zum Ende geguckt habt, dann macht ihr einfach irgendeine Blume in die Kommentare. Ja. Und ich grüße wieder in den Videos. Deswegen könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Aber dann bitte mit einem netten Kommentar. Und nicht einfach nur grüße mich bitte. Das finde ich nicht so ganz toll. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und wenn ihr Ferien habt, dann wünsche ich euch schöne Ferien. Also schreibt das auch nochmal in die Kommentare, ob ihr das habt oder nicht. Tschüss!